Hallo Miriam, also heute DM 5000 Meter für dich. Wie war's denn? Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Die Zeit hätte ruhig noch ein bisschen schneller sein können, aber ich freue mich über den DM-Titel. Ich habe ja gesehen, du bist die ersten 2 Kilometer, bist du noch hinter einer Läuferin gewesen, hast dann auf dieses Gas gedrückt, warst dann allein vorn. Ist das dein Ding, dann vorne alleine wegzurennen, oder wünscht man sich da immer mal ein bisschen Unterstützung? Ich fände es schon ganz gut, wenn da noch jemand vorne mitgelaufen wäre. Aber das ging heute eigentlich ganz gut. Ja. Es ist deine erste Begegnung wahrscheinlich mit Bautzen und dem Stadion hier. Wie hast du die Stimmung und das Event an sich wahrgenommen? Die Stimmung ist ja echt super und im Großen und Ganzen funktioniert ja alles. Zeitplan läuft, also man kann zufrieden sein. Sehr gut. Du bist ja auch bei der Telis Finanz Regensburg im Team unterwegs. Ihr seid ja in einem riesen Kader angereist. Merkt man das? Kriegt man da Unterstützung? Wie agiert ihr im Team untereinander? Für mich ist es eine super Unterstützung und ich freue mich auch wirklich zum Team zu ziehen. Vor allem ist es für mich auch eine Ehre, mit den Großen mitzutrainieren, wenn man da mit Coco ein paar Läufe machen kann. Das motiviert einen natürlich, weil die einem auch sehr viel mitgeben können an Erfahrung. Und ich meine, du hast jetzt einen sehr guten Coach mit Kurt Ring, der erfahren ist. Du bist momentan ja noch in Berlin, hast mir im Vorgespräch erzählt, dass da trotzdem ein gutes Miteinander ist. Wie hat dich das neue Trainerteam quasi weitergebracht? Ich habe enorm viel bis jetzt schon von Kurt gelernt und er hat super viel Erfahrung und er hat auch ein gutes Trainerteam in Regensburg, was einen super unterstützt und die sind halt auch für mich immer erreichbar in Berlin und das funktioniert einfach. Perfekt. Letzte Frage vielleicht noch. Wie geht deine Saison weiter? Also ich meine, heute DM-Titel geholt, es sind ja noch ein paar andere Highlights im Jahr. Wie ist dein Jahresplan ungefähr? Jetzt mache ich erstmal mein Abitur fertig und dann werde ich in Ruhe nach Regensburg ziehen und dort ein bisschen Fuß fassen und dann will ich natürlich auch eine gute Europameisterschaft laufen und da liegt jetzt natürlich der Fokus. Ja, dann wünschen wir dir viel Glück und herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön.